Und dann machen wir uns auch schon auf dem Weg nach Hause. Vorbei an dem blöden Hai. Eine Seefahrt, die ist lustig und so schaukelig. Oh, hey. Oh, immer diese Ruckler dabei. Zwischendurch. Ich glaube, das ist unsere Heimatinsel oder ist das alles eine? Ich weiß es nicht. Katze, du bist im Weg. Man macht dir nichts, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon wieder aufnehme hier. Nice. Produziere gerade wieder so ein paar Folgen am Stück. Je nachdem, wie ich das jetzt schneide, müsste es die zweite, dritte, vielleicht auch schon die vierte Folge sein. Ich weiß nicht so recht. Uiuiuiui, ist das ein. Hallo! Muss das so sein? Boah, ist ja schlimm. Wer von euch im Urlaub schon mal so Kanufahren war oder so, der weiß, glaube ich, was das heißt, wenn er so schaukelt. Boah, Hammer. Und ich glaube, mit so einem kleinen Rettungsschlauchboot, was auch irgendwann, was noch nicht mal so stabil gebaut ist, weil es soll ja eigentlich nur zu Rettungszwecken dienen. Ja, ist das, glaube ich, nicht ganz so geil. Schnell raus hier. Jetzt ziehen wir das ganze Teil noch. Ja, geh mal weg, Katze, danke. Die ist natürlich nicht weggegangen. Hallo? Ich will doch nur das Boot an Land ziehen, bevor das gleich weggeschwemmt wird. Zu Hause. Schön. Zu Hause ist doch am schönsten. Das ganze Wasser ist alles voll. Geil. Aua. Naja, zumindest das eine Wasser ist voll. Kokonuss. Drinkable. Ah, wir müssen gar nichts trinken. Aber es ist schön gut zu wissen, dass wir Vorräte haben. Ja. Dann würde ich sagen, schmeißen wir jetzt als allererstes die Loks hier weg. Und zwar hier so hin. Ja, schmeiß die Axt mit weg. Ist klar. Bei allem geht er sofort auf das nächste. Da jetzt funktioniert es auch. Verstehe ich nicht. Aber egal, muss ich auch nicht verstehen. So, die Lashings, die klatschen wir hier vorne mit bei. Hier zu den ganzen Haufen Lashings. Was haben wir noch? Da. Propeller, Fuel Tank. Gucken wir mal eben. Fuel Tank, Part 2 von 4 des Motors. Und 3 von 4. Wenn wir jetzt mal eben kurz aufs Messer wechseln. Jerrycan. Ah, okay, die gehört einfach nur mit dazu. Scheint mir. Ich weiß aber auch nicht, was wir noch für den Motor brauchen. Die legen wir hier ab, die Plane. Wahnsinn. Wahnsinn, was sich hier alles mittlerweile so sammelt. Kloss hatten wir doch auch irgendwo da. Schmeißen wir auch dann dazu. Hier haben wir noch Holz. Da machen wir mal die zwei hier mit rein. Crap. Hold E to skin. Ach, gross. Nee. Medium Meat. Nee. Wie geil. An dieser Stelle natürlich wieder Danke an Jürgen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich in diesem Let's Play machen würde. Weil du mir irgendwie die ganzen Sachen sagst, wie was funktioniert. Genau wie mit dem Feuer. So, hold E to skin. Boah, sagt er. Wie cool. Spoiled. Spoiled. Die schmeißen wir mal direkt hier in unsere Mülltonne. Keine Sorge, das sind alles Naturprodukte, ja? Wenn ich die jetzt hier wegschmeiße, ist das nicht schlimm. So, dann nehmen wir uns das Kindling mit.
Hold E to fire up. Ah, das dauert immer so lange. Geht so. Schmeißen wir da hier hin. Und dann würde ich sagen, braten wir uns auch direkt hier das geile Krabbenfleisch. Schade, dass man nur eins dahin machen kann. Ich glaube, ich mache mir eine zweite Feuerstelle. Drink the Coconut. Hier können wir mal direkt. Nein, nein, nein. Kotz dich aus, bitte. Scheiße! Ja, das war klar. Ich wollte die eigentlich aufheben, aber okay. Wasser ist gut. Ich die jetzt, so. So. Verdammtes Spiel, du. Du verdammichtes. Ach, scheiße. Helfen. Nein, wir sind jetzt nun mal ein bisschen unterernährt wieder. Ah, es geht schon. Das Fleisch müsste ja jetzt eigentlich auch dann eine ganze Ecke länger anhalten, oder? Wenn es, gebratenes Fleisch, ich meine, wenn ich so ein Steak in mir reinhau, bin ich natürlich länger satt, als wenn ich mir nur irgendwie einen Salat reinhau. Ist zumindest mein Empfinden. Klar, wenn ich mir jetzt so 5 Kilo Salat reinhau, bin ich auch mega, mega satt. So viel kann ich wahrscheinlich nicht mal essen. So, wo ist die Axt? Mit der Axt im Walde. Geht's jetzt los? Dann hauen wir die Dinger hier platt. Ich würde sagen, dann fangen wir auch schon an, wieder eine neue Foundation zu bauen. Beziehungsweise nochmal Wände. Und vielleicht ein Dach? Die Frage ist, wenn ich eine zweite Etage bauen will, wie mache ich das? Ich muss gleich mal ins Hausmenü gehen, aber erst haue ich mir jetzt die Sticks hier durch. Ja, ich möchte vielleicht eine zweite Etage oben, schön mit einer Terrasse oder so, mit einem Balkon, wo dann oben das Schlafzimmer ist, unten haben wir dann die ganzen Sachen. Stelle ich mir zumindest jetzt gerade ziemlich geil vor. Na, komm schon. Geh kaputt. Geht doch so. Jetzt haben wir genug Sticks. Gehen wir mal einmal hier in unsere Hütte. Nehmen unseren Hammer in die Hand. Das klingt falsch. Egal. Gehen dann ins Crafting-Menü auf Hausbau. So, jetzt haben wir hier Foundations. Eckige Foundations. Flurs müssten Dächer sein. Ja? Wenn ich das jetzt habe, baut er das hier oben drauf. So, dann haben wir jetzt ein Dach. Das ist ja schon ganz schön. Miracoli ist fertig. Ich bereite mich vor. Ich muss nicht kotzen. Ist das geil. Ist das geil, dann können wir jetzt auch Krabben braten. Coole Aktion. So, zurück zum Hausbau. Ich möchte jetzt hier so zwei, eventuell noch einen daneben machen. Gehen wir nochmal in die Foundations. Driftwood. Eine Woodstick braucht nur ein Foundation. Hä? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Gibt's hier im Moment umsonst? Jetzt gerade hier so umsonst oder was habe ich jetzt hier verpasst? Foundations. Woodstick. Warum? Woodsticks. Ist das gerade buggy? Ich habe doch genug Sticks in der Hand.
Weil... Ernsthaft, liegt das jetzt daran, weil ich den Hammer nicht in der Hand habe? Liegt das jetzt echt daran? Ich könnte ausrasten. Was soll denn der Mist? Haben wir einen noch dahin? Jetzt haben wir natürlich Woodsticks und Driftwood zusammengepackt hier. So. Aber jetzt haben wir erstmal eine schöne Fläche. Jetzt möchte ich noch eine Windowwände bauen. Da brauchen wir nochmal Sticks für. Ich finde das schöner, wenn wir rundherum. Wir machen einen so eine Ecke später. Wenn wir hier noch einen vorsetzen, machen wir einen so eine Ecke. Oder hier vielleicht so eine Ecke. Ohne Licht, weil da kommt ein Bett hin. Wo sind unsere ganzen Sticks? Die sind doch hier auch durch die Gegend geflogen. Habe ich doch gesehen. Hier noch irgendwo was hin? Nö. Wir nehmen auch mal Lashings mit, weil wir sind ja eine ganze Ecke weiter weg. Nicht, dass das wieder nicht funktioniert. Was ich mich frage, das werde ich jetzt hier drunter ausprobieren. Und zwar C, Foundation. Oder beziehungsweise... Ich kann nur zwei Stück craften. Wartet mal. Dahin, da oder lieber nach dahin ausbauen. Machen erstmal nach hier hin. Genau, wir machen eine Hütte 3x3. Think big oder wie war das hier? Katze randaliert schon wieder rum. Ich baue mir lieber, wisst ihr was? Ich baue mir lieber eine Wand. Wand? Nee, nicht so eine Wand, eine Window-Wand. Lieber noch hier mit dran, dann haben wir die da schon mal, haben wir schon mal zwei Seiten hier so ein bisschen dicht. Wir haben ja jetzt auch einen Unterstand, wenn es regnet. Vor allem regnet mit CH bitte, ja. Flurs. Da brauchen wir vier Stück für. Das sollte doch machbar. Wir sind von da hinten, achso, wir sind von da hinten angekommen. Haben wir jetzt eigentlich auf unserer Insel hier schon eine neue... Super, die sehen natürlich scheiße aus im Gegensatz zu denen hier, ne? Na egal, man kann es als Lobby, als Vorraum kann man es lassen. So, haben wir Ficus oder sowas in der Nähe hier? Nö. Palm natürlich auch keine. Hier ist, glaube ich, ein Ficus, ne? Ja. So, den hauen wir uns natürlich um. Ja, hallo Katze. Ach, die kommt in, die ist in letzter Zeit so schmusig, aber das ist so warm. Die versteht das nicht, warum ich sie da nicht will. Also, in Anführungszeichen nicht will. So. Also die Hütte, die Hüttenaktion hier wird, glaube ich, schon ziemlich geil. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Stopp. Wir müssen natürlich erst den Hammer in die Hand nehmen. Crafting. So. Und zwar, man könnte so eine Egg Foundation machen. Das passt aber nicht. Das ist ja doof. Die baut sich dann so an. Ich habe gedacht, die baut sich so schräg an. Nö, das will ich nicht. Mein, so, man kann hier vorne so einen Erker machen, ne? So ist es ja nicht. So. Dann sieht es vielleicht ein bisschen geiler aus. Aber nö, das will ich jetzt gerade nicht. Eine Tür könnten wir auch machen. Aber was ich jetzt probieren will, eine Treppe. Kann ich die jetzt einfach so? Man kann. Zack, wir haben ein zweietagiges Haus. Geil. Boah, das wird so eine Porno-Villa. Ups. So, hier kommt noch eins hin. Und da kommt noch eine Reihe hin, sodass wir 3x3 haben. Und hier oben bauen wir dann auch... ja, zumindest 2x2, vielleicht auch... Achso, hier geht ja nicht direkt. Ja, dann bauen wir hier vielleicht 2x3 oder so, machen hier oben das Schlafzimmer. Boah, wird schon geil werden. Wenn es dann irgendwann in 1000 Jahren mal fertig ist. Da steht ein Eimer rum! Ich werd bekloppt! Ein Bucket mit Freshwater. Der steht einfach so hier rum. Habt ihr natürlich alle schon gesehen? Nee, ist klar. Verstehe ich. Der steht einfach so hier rum. Das glaube ich doch jetzt nicht, oder?
So, ich würde sagen, wir nehmen mal die Kokosnuss hier. Die ist ja schon... Ne, die ist leer. Aber Bucket Freshwater... Oh, der müsste leer sein. Weil Bucket... Stopp mal. Ich nehme den weg. Bucket Freshwater. Und setze den hier dran. So. Der andere ist jetzt was für einer? Ein Bucket. Der ist leer. Okay. Dann setzen wir den da dran. Ach, der ist fast voll. Nein. Bleib dran. Will der mich verarschen? Gut. Kann ich den Wassereimer eigentlich irgendwie auskippen oder so? Ich meine, da sieht man doch eh nichts, dass nichts drin ist. Oh, jetzt müsste er eigentlich leer sein, oder? Empty Bucket. Dum, dum, dum. Yeah. Schick. Schick das ist. Jetzt haben wir aber keine Sticks mehr. Doch, haben wir wohl. Ich würde das jetzt einfach mal hier mit reinknallen, die beiden, die ganzen Sticks. Und wo ist das Kindling? Habe ich jetzt gerade gar nicht dabei. Wo ist das Kindling? Unter meinen Füßen. Das nehmen wir mit. Und brutzeln direkt mal das Licht an. Ja. Oh. Wasser. Huch. Coole Action. Oh, ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig. Die Katze hat an dieser Stelle gerade irgendwas zerlegt. Deswegen speichere ich jetzt hier und sage in diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stranded Deep Season 2.